Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Sable. Später zum Schluss werde ich noch ein paar Infos rausholen, was diesen Monat hier angeht. Weil es ist ja jetzt schon ein Weilchen nichts mehr bei mir gekommen. Heute mit dabei ist Flammi, weil wir eine Session mit dabei ist. Ja. Flammi, hallo. Flammi nimmt parallel auch auf. Ja, bei mir kommt es 3-5 Monate später. Ja, und das heißt, ihr werdet dann praktisch 5 Monate später sehen, wie sie ihre Pferde gekauft hat und was noch alles sonst mit dazwischen kommt, was sie so noch kaufen tut. Ja. Also, wird jetzt so laufen. Ich, weil ich das Geld für 2 Pferde habe, werde ich mir 2 holen. Sie wird sich eins holen. Ich habe sogar eigentlich Geld für 3 Pferde und sie für 2 Pferde, aber wir wollen noch 1000 jeweils für das Halloween-Pferd übrig lassen. Auch wenn ich nicht weiß, wie das aussieht. Ist ja nicht schlimm. Dann stehe ich mal auf. Wie bitte? Und sie lässt schon mal fliegen. Das Ding ist halt, man muss sich das so denken, dass jeder sich von uns aufteilt, parallel jetzt und sich seine Pferde holt. Das heißt, auch wenn ich keinen Plan habe, wo mein Pferd ist. Ach, ist ganz normal, weiß ich schon, wo du es abholen kannst. Ja, wo? Jarlheim. Ich bin da noch nie hingeritten. Du warst da schon. Na gut, ein einziges Mal. Und du weißt auch da, wo die Pferde eigentlich stehen. Ich hab's dir ja mal gezeigt. Das war vor einem Monat. Weil eigentlich ist jetzt die Regel, sich hier aufzuteilen. Du weißt ja, du musst immer die Brücke durch. Du suchst dann die Pferde, du weißt ja ungefähr, wie die aussehen. Okay. Ich... Ein... sehr gutes Gedächtnis. Wo bist du jetzt schon? Wir starten doch noch gar nicht. Ach so. Ich bin nämlich noch nicht erklären fertig. Der nächste Punkt ist, wir dürfen Sachen aus unserem Kleidungsschrank zum Deko benutzen erstmal. Weil Flammi wird später sein, das Pferd, was sie sich holt, wird noch eine besondere Ausrüstung später bekommen, wenn die Events dazu da sind. Mhm. Und sonst da darf man auch, wenn ein Teil fehlt in der besprechenden Farbe, darf man sich auch aus dem Shop holen. Aber nur aus dem Global-Shop. Mein Kaninchen ertrinkt ja hier drin. Und mein Pferd so klein ist. Mein Pony, sorry. Und jetzt, weil ich starten will, werde ich eine der Laternen zünden zum Start. Anzünde. Mhm. Er wird gezündet. Auf die Plätze. Fertig. Los. Sehr gut. Also, aber die Regelung ist auch so, jedes Pferd muss gesattelt sein. Dass wir uns was gut wird. Also Flammi hat ein Pferd zum Satteln, ich habe 2 zum Satteln. Du weißt, dass ich im Mode jetzt nicht gerade zusammenhalten. Das ist nicht schlimm. Für den Anfang. Ups, jetzt einmal schön gegenkrachen irgendwo. Aber ich kann doch rein theoretisch auch vom Shop da was holen, oder? Alles, was du in Inventar, also was bei dir in Inventar ist, in Schrank bei dir und Bonus-Shop zählt natürlich auch, weil das, du sagst, so Gratis-Materialien gehört. Und okay. Natürlich der Global-Shop, den wir immer mit dabei haben. Ja, ich habe fast kein Geld. Okay, das wird sehr interessant, meine Freunde. Dann mal los. Na, ich reite ja schon, wenn ich es finde überhaupt. Na, du reitest hin. Dort, wo ich doch die Brücke repariert habe. Dort muss ich ja rum. Du weißt aber schon, dass du den Transporter benutzen kannst.
Ach so. Na, ich hab nicht in der Regel gesagt, gut, dass er verboten ist. Jetzt rufe, jetzt schreibe ich jemand über Steam an. Naja. So, dann wollen wir mal gucken. Wo Hilfe! Gehen wir zuerst hin? Wir gehen nach Raildale. Du hast dir schon genau überlegt, was für Pferde du haben. Ja, du bist es aber auch schon. Ja. Fort Pinter, Jarlheim, Zumfield Farm, wo. Wie heißt es nochmal, wo ich hier. Sunfield oder Starshine Ranch? Sunfield Farm wartet da. Jarlheim, Fort Pinter, Zumfield Farm, Wolf. Hä? Wolf, das steht da nicht. Starshine Ranch. Oder Sunfield, eins von beiden. Sunfield in dem Fall. Sunfield Farm. Okay. Also Flammi braucht ein bisschen Hilfe, das merkt man. Yes, ich spiele das ja auch jetzt noch nicht so. Meine erste Wahl wird ein auf diesen Irish Cop. Werde ich nehmen. Und ich habe mir schon eins ausgesucht. Ich werde als allererstes mir dieses hier holen. Dieses Schmuckstück. Ja, ganz ehrlich, ich finde es hier eigentlich wunderschön. Dort, wo ich gerade bin. Ich werde es kaufen und schon mal einen Namen suchen. Also, ich bin jetzt beim Pferdemarkt. Jovike Schafif. Jovike Friese? Jovike, was? Jetzt sind sie sogar, die wir ausgemacht hatten bei dir, weil du ja eins benötigst auch. Jovike Friese, ja, das ist eine. Gibt's ja, da gibt's auch noch mehrere Farben, ne? Ja, du siehst sie doch, die Farben da in der Nähe, die es dort gibt. Die sind alle. Ich sehe bis jetzt nur einen. Von der Art. Ah, da vorne, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Dich nenne ich. Achso, den ist Namen. Aber echt, den, ist aber echt ein richtig den schönes Namen Pferd. Den Namen dürfen wir uns nicht gegenseitig sagen. Wir müssen unsere Pferde vorstellen. Nachher deswegen. Darum, Leute. Hab ich schon den Namen? Okay, warte, das ist eine andere Rasse. Ach Gott, Leute, das ist eine schwere Entscheidung. Was für einen soll ich nehmen? Ich werde deinen Namen nehmen, wenn ich jetzt nichts anderes finde. Mhm. Wolfke hat sich schon eine genommen und ich dann noch aus. Ich bin auch noch bei Namenssuche, wenn du das meinst. Nein, ich überlege gerade, was für eine Farbe ich. Ich habe ja noch ein zweites Pferd. Ich nenne dich so. Das ist ein richtig schöner Name für dich. Denn werden wir dich kaufen. Scheiße, ich brauche Level 8 dafür, ne? Was brauchst du dafür? Level 8. Welches Level warst du? Das ist jetzt ein bisschen mies, denn da musst du sich wahrscheinlich doch ein anderes erstmal suchen, was ihr gefällt. Wie viel kosten die denn? Da muss ich das Geld für die 950 kosten. Dann hol ich mich doch. Das. Dann hol dir ein anderes, wo du rankommst. Welches du toll findest. Wir reiten jetzt auf jeden Fall zu den zweiten Pferd. Dazu müssen wir mal überlegen. Ach ja. Zur Goldblattfarm da oben in der Richtung. Wolf, ich glaube, hier gibt's gar. Also hier in der Nähe gibt's doch gar keine andere Pferd wie jetzt die Rasse, oder?
Du kannst Moorland, Fort Pinter oder da, wo du bist, durchsuchen, was du gern hättest. Ich hab doch mal eins gesehen, was du da gerne gehabt hättest. Das blaue mit der orangen Mähne. Stimmt. Guck mal, ob du das kriegen kannst. Ich suche erstmal, wo das nochmal war. Fängt mit F an und der zweite Name ist ein P. Also neben den Friesen sind Knapper. Knappstrupper sind das. Schrupper. Dann gucken wir mal. Ich werde mal hier von hier aus losreiten. Dann hat Flammi noch ein bisschen Zeit, ihr zu holen. Ja, aber ich glaube, ich muss woanders dahin reiten. Du kannst dich auch abholen lassen. Stimmt. Und dahin hoppeln dann. Krieg 17. Ich habe sogar extra eine längere Strecke benutzt. Ich habe schon einen im Kopf. Ich weiß nur nicht, wie viel der kostet. Und auf welchem Level der ist vor allem. Also ich gehe jetzt nach Fort Peter. Zu dem Shop. Ja, mach ruhig. Ist ja genug. Da werde ich bestimmt irgendwas finden. Denk daran, auch Fort Pinter direkt abzusuchen, bevor du dahin machst. Ich gehe doch gerade nach Fort Pinter. So, ich habe jedenfalls gleich von Anfang an die ausgesucht, die ich haben möchte. Und für allen, die das noch nicht gesehen haben, das, was ich gerade gekauft habe, dieses Pferd, ist die neue Fellmusterung. Da, wo wir jetzt hinreiten, gibt es auch eine neue Fellmusterung. Und die hole ich mir aber nicht. Ich werde mir eine ältere Fellmusterung holen. Du hast ja schon einen kompletten Plan gemacht. Und ich guck hier noch. Oh, also, es ist gleich ein Ponyrennen. Sehe ich gerade. Ja. So. Hier steht der neue. Leute. Und aber meine Wahl fällt immer noch auf dieses Schmuckstück. Ich habe sogar direkt das gefunden, wo ich eigentlich schon immer haben wollte. Dafür braucht man Level 5. Kostet 810. Wenn du das haben willst, dann hol's dir. Das ist deine Entscheidung. Ich kaufe mir dieses Schmuckstück, weil ich kaufe mir auch nur Pferde, die ich möchte. Du siehst echt irgendwie aus wie die... Mit dieser Fellfarbe, okay. Ich gucke aber dennoch nochmal, also nee. Da kommen wir gleich. Ich weiß doch genau, was für eine Zeit hier. Ah ja, hier. Ah, da braucht man Level 6. Kann ich mir noch nicht leisten. Ah. Wolfgeld ist mit meinem Level, da müssen wir dringend arbeiten. Auf jeden Fall. Wenn dir jetzt in dieser Folge kein Pferd gefallen sollte, du guckst einfach noch durch. Ich habe ja schon eins gefunden, wo mir ultra gut gefällt. Ich wollte nur gucken, was es noch gibt. Ja. Aber das hat man schon von Anfang an gesehen, wo ich das erste Mal gesehen habe. Ich hole mal das jetzt. Ist ein kleiner, freundlich, ruhiges Pferd mit.
Das Pferd hat mir schon immer gefallen. Ich hole mal das jetzt. Ja. Okay, das passt sowas von gar nicht. Ach scheiße, ich brauche hier noch einen Namen. Ja. Da kannst du auch in Ruhe. Und danach geht's an die Ausrüstung. Braucht er eigentlich einen Nachname? Nö, du brauchst, kannst du nur den Vornamen aussuchen. Machst du hinten den Namen weg, gehst auf ein leeres Feld. Einfach old. Sag mal, gibt es eigentlich weiße Kekse mit schwarzen Punkten? Ja. Dann habe ich einen Namen für dich. Da ist sie so. Denn da ist so ein Schweiß mitkommen. Ich finde schon wieder Cookies sehr gut. Bloß Cookies heißt jedes Mal das Tier ist oder Cake. Da muss ich mal was anderes nehmen. Ich hoffe, wir haben jetzt kein Pferd, was gleich heißt. Da gibt's ein Wort mit. Boah, dass ich das nicht gefunden habe. So. Ich gucke mal, was ich jetzt so ungefähr unter den Tausender noch habe. 300 noch was. Okay, da könnt ihr komplett schon mal ein bisschen eine Ausrüstung zusammenkriegen. Aber ich will vorher in den Stall gehen. Jetzt so. Das passt nicht. Alter, ich und Namen. Ich und Namen. Das ist schlimm. Egg. Fire. Was? Stand da gerade Fire? Nee. Also ich glaube, die Flamster muss ich mal wieder ein bisschen zum Training und zum Level zwingen, ein bisschen. Mich? Ja, dass du mal ein bisschen höher kommst mit deinem Level. Hallo, ihr zwei Hübschen. Ich fange mit dich schön, Link, an. Na, mal rauf hier mit mir. Das ist witzig, es werden zwei meiner Träume waren mit den Pferden. Dann gucken wir mal, mein Hübscher. Oh, das wird ein Name, ist schwer. Okay, das geht nicht. Bauen wir dann die Basis auch mal gucken. Guck mich mal an, Pferdchen. So, ich glaube, jetzt habe ich den Namen nach einer Ewigkeit Könnten wir ja mal ausprobieren. Mal gucken. Man könnte doch auch heute den Namen später ändern. Mal gucken. Das gefällt mir als Sattel. Hufdinger kann man sowieso Komm. Nicht. Ich habe ein neues Pferd. Geil. Ich freue mich. Was nehmen wir denn als Sattel? Mal gucken. Ja, warum? Viel Glück nicht? Mit deinem neuen Pferd. Hufdinger hat sowieso nicht, also daher. Jetzt habe ich nur ein einziges Problem, Boss, gell? Ja, was das wäre. Jetzt muss ich wieder zurück zu meinem Stall. Aber da kann ich doch Pulsurpes holen. Du kannst da rein. Du kannst gucken, was du mit deinem Pferd ausrüsten möchtest. Wenn du nichts findest, kannst du in die... Viertes Pferd, ja. Es hat auch fast nichts gekostet. Also ich habe jetzt noch 1800 Starcoins.
Ja, also lässt du dir den Rest über. Für Halloween und wenn ich irgendwann mal Level auf. Wo ist Manuels? Ah, da ist Manuels Pferd. Oh, das ist so Da schon? süß, Wurst Girl. Ich mag es. So. Ja, ich bin gespannt, wie wir das machen mit der Show. Da werde ich gleich noch einen Standort sagen, wo wir hingehen. Es ist aber. Ah nee, warte, ich darf. Ich sollte ja jetzt noch gar nichts sagen, ne? Ja, am besten gar nichts. Gut, ich habe die Rassen schon verraten. Die Rasse. Ja, Die aber ich gab's sag jetzt doch. meine noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das eine Spezialfähigkeit kann. Das testen wir auf dem Feld nachher. Obwohl, ich glaube, das hat eine. Weiß auch gar nicht, Das ob du die passt ja Rasse gut. hast. Werden wir ja sehen. Ich finde dich ganz so in Ordnung, wie du bist. Mit dem Haustier stücke ich dich mal noch nicht aus. Nee, ich glaube, ich kaufe mir draußen Sachen. So, ich steige jetzt hier von dir ab. Dann hole ich dir das andere Schmuckstück. Und da werden wir erstmal in den Shop gehen, wenn wir das Pferd haben. Das Schlimme ist, wenn man nicht aufpasst im Stall, dann kann man ganz leicht Pferde verkaufen. Was Und kann man mit Pferde? die kann man verkaufen im Stall, da muss man aufpassen. Ist dir das schon mal passiert? Nein, aber eine Freundin. Ich weiß, dass auf X sitze, auf jeden Fall eine besondere Fähigkeit hat. Das was? Das, auf was ich jetzt sitze, hat eine besondere Fähigkeit. Ich glaube, meins auch. Ach, wir wollten ja zuerst im Shop gucken. Wolfgang, du weißt gar nicht, wie ich mich gerade freue mit diesem Pferd. Ist nämlich echt ein richtig süßes kleines. Ja, ich sag ja immer, jeder soll das kaufen, was er möchte. Und bringt fast mein Spiel zum Abstürzen gerade. Auf jeden Fall kaufen wir das. Das passt auch richtig zu mir, das kleine Tierchen. Oder groß. Dann rüsten wir dich mal damit aus. So. Jetzt gehe ich mal zum Bonus-Shop, ne? Mach wie du denkst. Ich komme noch nicht raus, solange wie du noch nicht fertig bist. Ach so, damit wir uns nicht zufällig sehen. Ja, genau. Diesen Sattel. Was? Wo ist der Sattel hin? Oh nein. Ein Bug? Ja. Oh nein. Ich glaube, ich muss mal kurz auf dem anderen Pferd steigen und rausgehen. Das hat er gefällt mir. Den gehe ich auf Ace und kurz raus. Leute, weil irgendwas habe ich gerade mit dem Sattel gemacht. Ich hoffe, ich habe den nicht gelöscht außersehen. Ach so, die meisten Sachen kann ich mir durch mein Level gar nicht holen. Die du sich holen kannst, die nimmst du mit. Das ist auch ein schönes. Der fand sich auch ein Schleifo. Gut, der Sattel ist wieder da. Nee, jetzt passt aber nicht so. Wie sieht das denn aus? Ist es nicht gut? Der Sattel sitzt ein bisschen komisch. Wo So. hängt denn eben? Könnte ich mir noch eine Satteldecke holen? Und dann gucken wir Okay, mal. also beim Bonus-Shop habe ich mir jetzt ein paar Sachen geholt. Ich reite jetzt mal ganz kurz in die Mine, damit wir begegnen. Wir müssen Also, nur du kannst jetzt in suchen. den Bonus-Shop. Da muss ich nicht rein. Ach so.
Es ist nur gewesen, dass wir uns nicht zufällig auf dem Hof da begegnen. Aber ich gehe jetzt dennoch in die Mine, damit du weißt, wo ich gerade bin, damit wir uns nicht begegnen. Jo. Weißt du, was richtig geil ist? Das erste Mal mit dem Tier reiten und direkt gegen Bam geknallt. Ich glaube, es hat mich jetzt schon ultra gern. Wenn es eigentlich irgendwo gegen rennt, eigentlich das Gegenteil. Ich weiß. Ups. Oh Mann, haben wir denn... Oh nein. Diese Mine erinnert mich irgendwie immer an Walheim. Drück mir meine schöne Decke noch raus. Wie sieht das aus? Also auch mal das Let's Play, wo ich mache. Ja. Warum nicht? Ich suche mir gerade was Schönes raus, was mir gefällt. Sieht das so aus? Jetzt wird's schwierig. Das, wo ich momentan habe, gefällt mir noch nicht so. Mein Schatzi, du sollst nicht so komisch aussehen da drin. Das arme Pferd. Das ist eigentlich ziemlich gut. Dann kaufen wir das. Aber ich will... Mann, ich kann eine Sache nicht... der Pferde... Ich finde sie so gut aus. Dann kaufe ich... das. Und das noch. Dann rüste ich dich aus, dann bist du fertig. Wieso steckt das Ding in deinen Hintern und nicht in den Schweif? Was? Ah, ich hab die Axt wahrgenommen und es steckt in den Hintern und nicht in den Schweif. Im Hintern. Ja, wirst gleich sehen, warte ich weiter. So, ich hab mein Pferd fertig ausgerüstet. Seid ihr ready für die Show? Also, ich bin noch nicht ready. Also, hast du noch nicht alles ausgerüstet? Ich find was richtig gut ist. Bloß es kostet 40 Sterne. Also 40 Starcoins. Du kannst, Mann. Erstmal auch in deinen Stall gucken. Ich bleib im Stall drin. Ich bleib im Stall so lange drin. Wo soll ich gucken? Geh in deinen Stall. Guck, was dir auf dem Pferd gut gefällt. Mit den Sachen, was du da zusammen hast. Ich habe in lokalen Shop geguckt. Wenn du deine Sache toll findest, dann nehmen sie doch einfach mit. Du kriegst die Star Coins auch pro Woche sowieso zusammen. Okay. Dann, warte, jetzt muss ich nochmal da auf die Einkaufswagen. Boah, ziemlich übertrieben mit der Färbung, aber okay. Ich musste ja was Passendes zu dem Geschirr finden. Aber ich finde es so schlecht abgemacht. Ich fange aber mit dir, glaube ich, an. Dann nachher. Gut. Übrigens. Okay, Boston, wo treffen wir uns dann? Moment, eine Sache noch, Leute. Pferdefrisur ist nicht erlaubt. Kann ich doch eh nicht hin. Deswegen habe ich das jetzt auch gesagt. Das ist nämlich der Grund, weil Flamme einfach da noch nicht hin kann. Treffen. So. Ja, wo? Wir treffen uns auf der Koppel da hinten, wo wir Springreiten machen. Und da stellen wir andere Leute aus. Da bin ich schon. Dann komme ich auch hin. Wenn okay ist. Ja, klar.
Na, ah, ich seh dich, glaube ich. Oder? Nein, das bist du doch nicht. Und das ist sogar unsere erste Aufgabe jetzt mit den Pferden gewesen. Danach sind wir dran, ne? Aus dem Schrank was zu finden, was zu jedem Pferd passt. Okay, das machen wir bei einer anderen Folge. Ja, klar, deswegen. So, jetzt werde ich mal... Ja. Ich sehe dich. Reitclub-Mitglieder. Kann ich dich jetzt nur sehen, mal gucken. Okay, jetzt sind nur noch Reitclub-Mitglieder sichtbar. So. Hallo. Ah, ich weiß schon, was sie sich geholt hat. Na dann, ich würde sagen, ich fange zuerst an, oder? Ja, fang du als erstes an. Also gut, Leute. Das erste Pferd, auf was meine Wahl war, ist natürlich der Irish Cob. Die sind sehr mit den Tinkern, so gesagt, verwandt. Ich habe mich für eine grüne Satteldecke, einen braunen Sattel und ein braunes Geschirr dafür geeinigt. Und natürlich wegen den grünen Satteldecke ein grüner Kranz mit ein paar Blümchen dran. Ne? Mhm. Mein Irish Cob habe ich Coco genannt. Coco? Ja. Und jetzt werde ich mal meine Vorführung starten. Dann starte mal die Vorführung. Denn mal los. Wir machen natürlich mit jeder Gangart. Das ist ja natürlich. Okay. Schritt. Mhm. Trab. Leichtet. Das ist eine Art Galopptrab. Das so einen wollte ich mir auch mal. Ja, und das ist zufällig auch die neueste Fellfärbung. Jetzt so einen wollte ich mir auch. Jetzt bin ich in Renngalopp. Jetzt in Renngalopp. Das andere war noch der schnellere Galopp. Das so. Ist echt ein schönes Pferd. Jetzt stoppen wir mal kurz und gucken mal, was es kann. So, mein Pferdchen, du kannst nichts auf der Leertaste. Und auf der anderen Taste kannst du auch nichts. Aber ich fand dich... Ups. Entschuldigung, dass ihr kurz mal meinen Bildschirm gesehen habt. Ich fand das Pferd richtig schön, wegen der Mähne und wegen die Füße. Und dieses Pferd wurde bei Star Stable sogar ein richtiges Pferd. So gesagt, orientiert. Jetzt das ist echt kommt mal Flammi zu mir. Ja, ich bin bei dir. So, ich stelle mich jetzt zu dir. Und jetzt darf Flammi mir mal sagen, für was sie sich entschieden hat, den Namen und so weiter. Das ist ein Haflinge. Weißt du noch, warum du sich dafür entschieden hast? Erstens, weil ich den schon von Anfang... Das wollte ich gerade sagen. Ja, gut. Mach weiter. Weil ich den nämlich einfach schon von Anfang an, schon seit dem ersten Mal gesehen habe. Ne? Und ich habe auch kurz die Beschreibung gelesen. Ein mittlerweile Familienpferd, früher eher ein Zugpferd war. Und die einfach sehr freundlich sind. Und man die gut als Familienpferd benutzen kann und er liebenswert ist. Ist zwar ein sehr kleines Pferd, aber das hat ja nichts zu heißen, ne? Ja. Lebend dran habe ich noch den kleinen Süß von mir reingemacht. Was hast du dir reingemacht? Den Hund. Und jetzt? Weil ich dachte, das passt einfach mit der Farbe zusammen. Mal sehen, was du jetzt mit über deine Sattelzeug hier. Aber Moment, haben wir denselben Sattel gerade zufällig drauf? Jupp. Das war nicht geplant. Das sowieso nicht.
Ja, auf jeden Fall, ich habe mich entschieden, eine weiße Decke zu nehmen, weil ich die einfach sehr schön fand und ich fand das auch einfach zu den kleinen süßen Racker. Der hat auch Sterne da drauf, dann dachte ich, dann passt es sehr gut mit den Hufen. Und dann dachte ich aber, weiß, da braucht er noch ein bisschen Abwechslung wegen dem Sattel. Und ja. Ach, mir fällt gerade was ein. Ich habe was vergessen zu sagen sogar. Aber Was denn? ich lasse mal Flammi aussprechen mit ihr Pferd. Okay. Ich habe dann auch noch die Satteltasche geholt für 40 Sterne, weil ich die einfach sehr schön fand und es scheinbar die einzigste ist, die halbwegs nach Weiß kommt. Also wo ich mir leisten konnte. Jo. Und ich finde, es ist einfach ein wunderschönes Pferd. Ich kann ja auch mal laufen. Ja, du musst jetzt im in Schritt, Trab, was musst du oder auch ansagen, was du läufst. Ich weiß noch nicht mal, was Schritt und Trab ist. Du, okay. Also. Schritt. Das ganz normale. Ja. Dann, wie nennt man das? Trab. Leicht Trab. Trab eigentlich, oder Kanter auch. Sorry, ich kenne mich da nicht so aus. Dann so rennen oder Das ist jetzt gar. Kanter. Dann das richtige Rennen. Was, Galopp? Und der Galopp. Und es Das ist das Schnellste, was geht. Sorry, wegen schon wieder Ich habe geschoben. übrigens noch gar nicht gesagt, wie er heißt, ne? Das ist also ein Renngalopp. Und wie heißt dein treues Ross? Sandangel. Sand Angel. Ja, Cooler Sandangel. Name. Hui! Ja, da sieht man zum Beispiel noch das Springen bei ihr, was ich nämlich auch vergessen habe zu zeigen, und noch ein paar andere Sachen. Also, ich weiß nicht, ob er eine Spezialfähigkeit hat. Mal die Das Leer testen wir doch jetzt stehen einfach. bleiben und Leertaste. Nein. Aber er ist wirklich ultra hübsch. Und auf X drückt. Ah ja, stimmt, das ist ja normal. Ja, Ich das habe ich darf. auch vergessen zu zeigen bei mir. Das sollen wir auch. So ist das mit den Steigen bei dem Pferd, bei ihr. Ja. So, wie findest du den Kleinen? Er ist richtig süß. Hat sich doch gelohnt, gell? Jetzt habe ich was vergessen zu sagen. Ich habe auch eine Satteltasche im braun-grün. Warte, da muss ich mal ganz kurz bei dir aussuchen. Ah ja, ich sehe es. Und das Steigen sieht bei mir so aus. Und so ist Rückwärtsgang bei denen. So, zum Beispiel, jetzt laufen wir mal schnell. Oh Gott, jetzt. Okay. Ich muss einmal im Kreis nochmal. Und befindest du, obwohl ich eigentlich gut beherrsche, wie ich das alles Jetzt stoppen zusammengesetzt wir. hatte? So, das ist der Stopp im Rennen. Und das war's bei ihr. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ein Haflinger eigentlich ein Pony ist. Aber okay. Hier Das gehört es hier dachte zu ich den mir schon, Pferden. weil das so klein war. Gehört aber hier zu den Pferden. Ja, ich glaube, bei Haft, das habe ich mich ja auch schon öfter gefragt. Bei Haflinger, ich habe hier dazu auch schon gesehen, wird manchmal als Pferd und manchmal als Pony bezeichnet. Was ist er denn jetzt? Ein Pferd. Oder? Denke ich mal. Ein Pferd, ja. Also er ist schon Warte mal, warte, klein. warte, 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 warte. Er ist ein Haflinger. Er ist ein großes Pony. So war das da. Weil unsere Original-Haflinger, die sind ja so groß wie einige Pferde, deswegen.
Haflinge waren aber schon immer meine Pferde, auch im echten. Und übrigens, ich werde dieses Pferd sowieso keine Frisur verpassen. Ich finde es einfach so schön, wie es ist. Ja, Nur das hier würde auch, denke ich, nicht passen, wenn du es ist machen. wieder der Haken. Dieses Pferd kann keine Beinschoner tragen. Ach so, ich habe mich schon gewundert, warum du das nicht hast. Ja, ich hole mal mein nächstes Pferd, Leute. Aber die Sterne von mir, die finde ich richtig. Ja, rede ruhig weiter. Aber jetzt muss ich ja erstmal Diamond euch mit Nein, St. naja, Angel bleib. weitermachen. Du kannst mit St. Angel weitermachen. Wir nehmen ja die neuen Pferde. Ich habe mir Nein, jetzt. ich meine generell im Spiel muss ich dann erst Diamond. Ja, klar, so wie du willst eigentlich. Wenn dir jetzt das andere Pferd auch lieber ist, dann kannst du das auch erstmal machen. So, Coco. Aber ich habe gemerkt, bei Mann, ich kann es aussprechen. Haflinger, gibt's keine andere. Doch, es gibt noch welche. Es gibt dunklere und hellere Farben noch. Aber ich finde, die Farbe ist extrem schön bei Ihnen. Ich weiß zwar nicht, wie das anders da aussieht mit den anderen Farben, aber das finde ich eigentlich auch richtig schön. Er läuft doch anders da wie Diamond, habe ich so das Gefühl. Ja. Jetzt komme ich mit meinem nächsten Brummer. Brummer? Ein sehr schmales Pferd diesmal. So, bitte umdrehen, dass du mich nicht siehst. Okay, ich drehe mich um. Ich stelle nur kurz noch was ein. Clubmitglieder, so. So, jetzt darfst du dich umdrehen und zu mir kommen. Das ist ein ganz schön schmales. So, dann fangen wir mal an. Ich habe mich hier für das Marwari entschieden. Es ist eine indische Pferderasse. Ich wollte schon immer eins haben, vor allem das mit den Flecken hier drauf. Obwohl ich erst ein Schneeweißes haben wollte. Aber ich das den dann natürlich auch noch toll fand, weil es auch noch Blue Eyes hat. Die Mähne, da muss ich gucken, ob ich es Weiß es verändern nicht, hier tue, stimmt. aber ich glaube mal eher nicht, weil das ist typisch Mavari. Ich habe mich für ein Goldgeschoh entschieden. Mit einer Kette unten dran. Ne? Und rote Zügel. Also was typisch der indische Touch ist. Eine gelbe Satteldecke. Einen roten Sattel. Und gelbe Beinstulpen. Und dazu an Kopf oben ein paar rote Federn. Und auf dem Schweif rote Federn, was im Hintern drin steckt. Also das war das Pferd von. Guckst du doch an von hinten. Na gut, was hast du mit dem armen Pferd gemacht? Ich weiß nicht, was damit ist. Und jetzt, so gesagt, es hat diesmal keine Satteldecke. Also keine Satteltasche, tut mir leid, Satteldecke hat's. Und dann wollen wir mal zu diesen Gangarten vorgehen. Okay. Ich erzähle euch nachher noch. Das ist erstmal Schritt. Ich erzähle euch nachher noch, was ich mir bei gedacht habe, warum ich es haben will. So, jetzt gehen wir in den Trab rüber. Und das Witzige ist, die sind so elegant in den Trab. Ich gehe mal renn da Richtung Flammi mit dem Trab. Jetzt gehe ich in den Kant darüber. Ich muss es unbedingt noch lernen, was Kanter und generell das Ganze. Jetzt in Galopp. Und das ist das schnelle Galopp.
Denn das ist rückwärts. Und wenn ich jetzt vorwärts gehe und steige, macht es einen Hufschlag nach vorne noch zusätzlich. Zeig's nochmal, Boske. Ah! Und jetzt gucken wir mal, ob es noch Fähigkeiten hat. Hier. Das ist auf der Leertaste. Oh. Da verbeugt es sich. Auf der anderen Taste kann es nichts. Und wenn ich auf der Stelle laufe und mich drehe. Ich glaube, das ist ein Turnierpferd, oder? Nein, es ist wie gesagt ein indisches Pferd. Ich weiß nicht, wozu die genutzt worden sind. Rückwärtsgang ist ja das. Und jetzt will ich das Bremsen ausprobieren. So bremst es. Mach fast einen Überschlag nach oben, vorne, aber okay. Und ich habe mich für dieses Pferd entschieden, weil ich wollte schon immer einen Mavari besitzen. Und bei uns in Wirklichkeit sind die ja verboten, diese Pferde. Wegen die kopierten Was? Ohren oben. Ach so. Ja. Ja, aber ich muss sagen, es ist ein schönes Pferd. Gar keine Frage. Aber von den Mavaris habe ich mir sogar so. Für Mavaris hole ich mir sogar auch alle Rassen. Ist das lustiger? Aber da wusste ich ganz genau, welches Pferd ich mir zuerst hole. Nicht ganz anders wie bei den anderen Pferden, die ich mir zuerst ausgeguckt hatte. Da konnte ich mich ja gar nicht entscheiden. Jetzt können wir auch den Platz verlassen. Aber ich finde, mein neues Pferd ist toll. Und ich springe auf einer Klippe. Okay, das funktioniert nicht. Mit dem Pferd hier hoch. Ich glaube, apropos, ich habe was vergessen, Leute. Ich habe ja vergessen, wie das Pferd heißt. Ja gut. Das es heißt Cookie Chip. Cookie Chip. Also Schokochips. Das ist nicht schlecht. Weil es gibt ja bestimmt auch weiße Kekse mit so einer dunklen Krümel drauf. Also daher habe ich mir gedacht, vielleicht. Ja. Das gibt's locker. Wo bist du? Unten am Berg. Ah, warte, das ist ein anderes Pferd. Finde ich nicht mehr. Super. Ich bin bei der Moorland-Schmiede an den Schild. Also, ich gehe jetzt zum Moorland zurück. Also, da wo Loretta ist, da trabe ich gerade rein. Ja, ich sehe dich. Hallo. Hallo. Oh, ich liebe es, wenn er springt. Ach, das Springen. Aber egal, das Springen. Ja, Springen in dem Fall. Hey, das ist auch schön bei ihm. Jetzt werde ich meine Pferde mal wieder sortieren drinnen. Und dann dürft ihr mal bei mir in den Stall rein. Flammi darf auch rein. Dann gehen wir bei Flammi in den Stall rein. Da ihr habt, könnt ihr wieder mal einen Überblick haben, was wir so als Pferde haben. Gerade du weißt es mal. Ich habe meine Tiere aber nicht richtig im Stall. Die stehen da einfach. Du kannst sie sortieren. Eine Tafel drinnen. Jetzt geht ja jeder rein und sortiert jeder die Pferde. Okay.
Dann sehen deine Zuschauer auch mal was für Pferde ich. Ja, genau deswegen. Ja, bitte werden die Tiere sortiert. Dankeschön. So, wie machen wir das? Ich nehme so. Gibt es irgendeine Taste, wie man alle Tiere... Ja, du gehst an eine Tafel und dann machst du so Pferde sortieren. Okay. Schon stehen sie außer das Pferd, auf dem du reitest, ins Stall. Ah, perfekt. Und ich werde jetzt sogar den Ace in seine Box noch stellen. Den nehme ich aber danach wieder. Weil er ist genau gerade mein Pferd, mit dem ich leveln tue, Leute. Das Pferd geht gerne mit dem Arsch in die Wand. Meine Tiere haben auch alle so eine Tasche mit einem Tier drin. Bei mir nicht alle. Also... So, dann werden wir mal die Flammi mal reinholen. Okay. Moment mal. Da haut du was hin. Egal. Ich sehe das Pferd einfach, lol. Dann gucken wir mal, ob wir sie reinlassen. Lass mich rein in deinen Haus. Ich werde auch nichts ab. Aus ins Weiße. Da will ich auch hoffen stark bei dir. Ich heiße Flammherz. Sonst beiße ich deine Pferde tot als Wolf. Ey! Ich kann es gar nicht annehmen, weil ich Du musst draußen sein, um das anzunehmen. Du musst dein Pferd dabei haben, wenn du den Stall bitte. Jetzt muss ich ein Pferd auswählen. Ja, nimm eins der Pferde, mit denen du gerade aktuell reitest. Ja, ich nehme Diamond. Dann schicke ich sie dir nochmal. Wir gucken auch gleich nochmal auf die Wiese rauf, in Ruhe. Das ist aber momentan die zweitgrößte. Ja. Wird jetzt eigentlich mein Pony oder das Pferd im Spiel jetzt gezählt? Hier im Spiel als Pferd. Bei uns im wirklichen Leben ein Pony. Hast du einen Haflinger? Ich hatte mal eins. Aber ich musste ihn verkaufen. In Realleben natürlich. Hallo, Flamsbo. Hallo. Also, hier sind wir in meinem Stall. Ich fange mit die Pferde auf meine Wiese an. Hier ist die Alpha Apokalypse, mein. Ja, wo seh ich jetzt dein. Den siehst du jetzt nicht. Na, okay. Also, Alpha Apokalypse ist mein Percheron. Der ist schon auf Level 15. Angel Beach, das Pony, was mich leider ein bisschen zum Reihen bringt. Oh ja, das war. Deswegen ist mit Level 11 schon auf der Wiese. Color Aura, mein Eila und Fire Breath, mein Ombra. Dann mein Starterpferd Stormheart, die auf der Wiese aktuell sind. Hier ist die Coco, die ich gerade euch gezeigt habe. Die ist jetzt ganz neu. Cookie Chip, mein Mavari. Hier ist Ace, mein Araber. Aber, oder auch Arabicano in dem Fall wird auch gerne genannt. Angel, mein Geburtstagspferd, das Seelenross. Was eine neue Frisur bei mir gekriegt hat. Ja, das hat eine neue Frisur. Hier ist Blaze. Auch mit einer anderen Frisur und Blaze, der Name wegen einer Serie von Star Stable. Die
Star Saber eine Serie? Ja, genau. Hier ist mein Pferdchen Snowdrop. Das ist mein Clubpferd. Das wollte sich Zong, also auch unsere Flamme hier genannt, eigentlich sich auch besorgen, bloß in einer anderen Farbe. Ja, ich hätte es gern geholt. Aber das kommt dann als nächstes. Hier ist mein Araber Pinto. Juniper. Hier ist Cherry. Mein Connemar Pony, wenn ich das auch richtig weiß. Hier ist Ember, mein Drachenpferd. Und hier sind meine zwei Seepferde. Anti-Angel und Aqualight. Das sind so gesagt die Pferde, die hier drin stehen. Die sind alle noch nicht gelevelt. Auf hohem Maximum. Das mit Angel Beach, das ist jetzt wirklich, da habe ich wirklich jetzt gesagt, jetzt ist Schluss. Ich werde dich nicht mehr leveln. Weil jedes Mal, wenn ich wirklich auf das gesessen habe, musste ich mich übergeben. Genau deswegen hole ich die Rasse nicht. Dann darf die gute Flammi schon mal zu sich rübergehen. Ja, ich gehe zu mir. Und bei mir dauert es nicht ganz so lange. Ja, aber ihr wollt bestimmt auch wissen, was sich so bei ihr sich verändert hat. Warte, ich betrete meinen Stall. Mit meinen Tierchen. Ich komm raus, weil ich ja deine Einladung annehmen muss. Ah ja, stimmt, dafür musst du ja rausgehen. Genau. Wie meine Katze da rausguckt. So, von wegen, darf ich bitte mal wieder raus? So. Ich lade dich ein. Ah ja, hier, einladen. Hier. Einladen. So, jetzt müsstest du es bekommen haben. Ich hab's bekommen und trete bei. Da ist die Wolf. Ah. Guten Tag. So. Leute. Stell mal los. Kennen wir. Coco Cake. Ja, den kennen wir. Der kleine Fratz. Das ist ihr Geburtstagswert. Ja, das ist das Geburtstagswert. Hier ist Schoko. Chocolate Cookie. Das ist mein Pony. Ihr da habe ich jetzt Anfangspony so gesagt auch. Ja, da habe ich jetzt Kaninchen reingemacht. Dort bei ihnen müsste. Warte mal, was ist bei dem gerade drin eigentlich? Bei dem ist es Kaninchen, was ist bei. Ah ja. Ja, hier sind zwei Kaninchen. Dann hier der Haflinger, den kennt ihr ja, Sun Angel und Diamond. Sun Angel. Und den Diamond, ihr Anfi und heute gekauftes Sand Angel, der Haflinger. Also, mehr, warte, was ist für eine Rasse ist jetzt Diamond? Ich glaube, mehr Pferde hat sie nicht. Vier Stück waren es jetzt aktuell bei dir. Ja, es sind vier. Ja, was nicht ist, kann noch werden. Halloween steht bald vor der Tür. Dann kommt schon das nächste. Ja. Wie sehen die Pferde eigentlich jetzt aus bei Halloween? Das zeige ich dir privat. Okay. Vor allem für ein Mädel wie Flammi, was gerade gestartet hat erst mit Star Saber, ist es schon mal gut, vier Pferde zu haben. Vor allem, wenn eins davon ja. Ein Pony ist und drei Pferde. Also, Diamond ist jetzt Level 0. Der Rest ist Level 1. Das Witzige ist, zwei Kaltblüter und ein Warmblut. Und dann. Ich mag halt Kaltblut mehr. Und ich glaube, ihr Pony müsste auch noch ein Warmblut sein. Also die Pony, Warmblut, Urpferd, Kaltblut, der Haflinger ist auch ein Kaltblut, wie ich das weiß. Und der ja, das Startpferd hier, das ist ein Warmblut. Der Haflinger, der müsste Kaltblut sein, ja.
Dann tritt es auf ihre Katze rauf. Ups. Wie sieht man jetzt eigentlich das draußen? Ich sehe deine Katze, wie sie hier läuft. Nein, ich rede jetzt nicht von meiner Katze, ich rede von den Stall, wenn man die hier nach draußen bringt. Du meinst die Wiese? Ja. Da gehst du oben auf dein Symbol, wo du auch die Einladungen verschickst. Dann siehst du an der Seite eine ganz leere Fläche, wo es etwas grün ist. Und da müsste Wiese stehen. Im Moment stehen keine Pferde auf deiner Weide. Wenn der Stall voll ist... Ah! Und du schickst sie sogar darauf, aber die sind dann nicht draußen direkt. Die sind dann da auf der Wiese drauf. So gesagt, weil wenn dein Platz zum Beispiel in Stein nicht ausreicht. Deswegen level ich meine Pferde, bevor ich mir meist neue Pferde hole. Aber heute ist immer eine Ausnahme wieder gewesen. Und weil ich unbedingt wieder zwei neue haben wollte. Ah, okay. Und ja, Leute, ihr merkt, ich bin ein Pferdesammler. Ich werde auch noch ein paar holen. Du musst ein Pferd mit dabei haben, liebe Flammi. Ja, das ist... Komm, Diamond. Wie lang dauert es fürs Tier auf? Ja. Weil wir das jetzt erledigt haben, würde ich auch sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss mit der Aufnahme. Ja. Ebenfalls Flammi, sodass ich nämlich meine kleinen Kollegchen hier noch eine kleine Info ran raushauen kann. Das machen wir. Sorry, die. Was? Du darfst jetzt zuerst. So Leute, das war's. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Und wenn sie so Ende hat, ihre Aufnahme, dann bin ich dran, ne? Praktisch gesehen jetzt. Ja, ich bin fertig. So, meine Lieben, bevor ich mich jetzt auch verabschiede, eine kleine Info an Rande. Dieses Video ist jetzt auch erstmal das letzte bis Ende des Monats bei mir. Das Video sollte auch nebenbei nämlich als Infovideo dienen. Das Ding ist so, ich nehme jetzt eine Weile schon ein Päuschen. Ich habe jetzt heute nochmal gesagt, ich werde das hier hochladen und mache bis Ende des Monats Pause. Bloß am 31. wird wieder ein Livestream geben und wahrscheinlich werde ich ein paar Halunken wieder mit dabei haben. Mal gucken. Und dann wird es erstmal auch wieder eins mit Tage Päuschen sein und dann werde ich langsam wieder mit den Let's Playen und so anfangen. Aber ich werde es wahrscheinlich dann etwas langsamer angehen. Und dann hört und stört man sich auch von meiner Art aus. Und sorry, dass ihr zweimal meinen Hintergrund gesehen habt, weil ich aus Versehen auf die komische Taste gekommen bin. Na dann, ciao, ciao und hi, Pferdehintern. Tschüss.